Willkommen bei Battlefield Hardline, der Robin und ich. Wir schauen mal in die Singleplayer-Kampagne von dem letzten Battlefield-Teil rein, nachdem wir im Livestream schon ein bisschen Multiplayer gezockt haben oder auch nicht gezockt haben, falls die Server nicht funktioniert haben. Wir wissen es nicht. Wir haben es nämlich bei dem Zeitpunkt dieser Aufnahme noch vor uns. Ja, in 40 Minuten, 45 Minuten. Richtig. Alles sehr gut zeitig heute. Wir spielen die Singleplayer einfach mal von Anfang an, gucken mal rein, auf Deutsch. Weil man wohl das komplette Spiel mehr runterladen muss, wenn man es auf Englisch stellen will. Und das war zeitlich nicht mehr drin, deswegen bekommen wir die mit Sicherheit großartige deutsche Sprachausgabe zu hören. Und wir starten direkt, also es sind wirklich die ersten Sekunden des Spiels. Ja. Diese herrliche Landschaft, rühre ich noch ein letztes Mal an. Und ich mache einmal kurz und wieder. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Sowas werdet ihr für eine ganze Weile nicht mehr sehen. Nicholas Mendoza. Scheiße. Wenn du hier landest, hast du es wirklich richtig verkackt. Pass mal lieber auf deine Waffe auf, Deputy. Bevor sie dir einer dieser Herren abnimmt. Korrupte Cops wie dich sehe ich sehr gerne in meinem Bus. Es heißt, das System funktioniert. Genieß die Fahrt, Detective. Kollege spricht hier den Bösewicht in der Version. Was? Das ist ein Fakt, den ich gerade nenne. Alles klar, hier ist es. Kein Kollege Schauspieler? Nee, aber er ist Kollege. Achso. Okay, das sollte nicht lange dauern. Sollen wir die schnell einsacken und dann essen gehen? Ja, okay. Ich kenne einen guten Kubaner in der Nähe. Ein Kubaner? Junge, Junge, Nick, du läufst keine Streife mehr. Da gäbe mehr als Bohnen mit Reis. Ernsthaft? Bohnen mit Reis. Ich bestell für dich. Ich hab eine Idee. Ich such den Laden aus, ne? Ich garantiere dir, du wirst nie wieder Matsch mit Pampe essen wollen. Mal kubanisch gegessen? Hey, diesmal gehst du voran, okay? Knallharter Zugriff. Konzentration, Zielperson finden und alle ausschalten, bevor sie zur Knarre greifen können. Ja, habe ich schon mal gemacht. Aber noch nicht mit mir. Okay, dann los. Und leg ein bisschen Bass in deine Stimme. Oh ja, ich habe sehr viel Bass in meiner Stimme. Das passt super. Polizei, wir kommen rein! Da, ich hab den Bass gehört. Polizei, keine Bewegung, jetzt, keine Hände Bewegung! Über den Kopf. Das haben die nicht gehört, dass die sich davor gerade unterhalten haben. Und weg von dem Tisch. Die falsche Tür ausgesucht. Ach so. Nun. Ah, Scheiße, Mann. Komm schon. Nimm das Ding aus meinem Gesicht, okay? So tun wir nicht. Durch dich einfach. Schlagstock haben wir. Wolltest du ihn hauen? Ja, das ist zu real. Keine akkurate Polizistensimulation. Der, guck mal, der ist schwarz. Als ob der so weit schon kommen würde. Topical. Ja. Das ja auch für das Spiel gilt, weil es ja thematisch schwierig ist zumindest, ne? Ja, es kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Oh, hallo. Oder zu genau dem richtigen Zeitpunkt, je nachdem, wie es die Thematik darstellt, was wir ja noch nicht wissen. Yes! Ich darf die alle töten. Mann, hat das lange gedauert. Robin ist auf jeden Fall schon mal im... Get down! Put down your weapon! Chill! Ich glaub, Alles wieder gut, Robin? Entschuldigung, der Polizist bringt einfach manchmal aus mir raus. Guck mal, Stoddard. Ja, also das ist natürlich, du bist ein Badass-Cop, der sich nicht an die Regeln hält. Und das ist natürlich in Angesichts der momentanen politischen Lage in den USA ein bisschen mutig, dieses Szenario. Wie waren das jetzt? Es kam doch nur die eine, die geschossen hat, oder hatten die anderen jetzt auch geschossen? Die haben dann auch angefangen, ja. Okay. Sie hätten angefangen, wenn ich nicht vorher... Ach so, ja, natürlich. Entweder sie haben die Hand gehoben oder zur Waffe gegriffen. Die ist ja mit einer Schrotflinte rausgekommen und hat nicht getroffen. Hey, stehen bleiben! Los, ihn nach! Los, los! Den hol ich mir! Keine Bewegung! Stehen bleiben! Oh, ich kann nicht schießen! Das macht alles nur schlimmer! Was, du kannst ihn nicht einfach in den Rücken schießen? Völlig unrealistisch. Treppe runter! Los! Ah, das musste er so machen. Das hat noch nie irgendjemandem Zeit gespart, ne? Ja, vor allem nicht bei so einem Auto mit so einem Huckel in der Mitte. Oh, ich fahr. Was? Also diese eine Szene kann ich gerade, das hier ist noch nicht mehr. Also es sieht alles technisch ganz nett aus. Ja, es sieht auch gut aus.
hat keinen Boost, ist er. Und ich meine, man darf ja auch Badass-Cop-Filme machen. Das ist halt wirklich so. So ein dermaßen ungünstiger Zeitpunkt. Das war falsch. Ich finde nett, wie du hier zurück sollst, aber sie dir die komplette Sicht blockieren. Mit dem Film-Grade. Ich habe ja noch die Map unten links. Erste Mission und schon geschafft. Ist zu schwierig. Too hard. Oh, alles nochmal? Oh, Musik. Was? Nein. Das ist die. Ja, okay. Dann ist das anscheinend jede Ladezeit Musik. Gut. Wird nie nervig. Okay, das tut es. Kann man noch nicht schießen? Hast du gesehen, wie die Steuerung da geschrieben stand? Nee. Ich fahre auf B. Ne? Ja. Also stand da rechts W, Schub. Schub? Ja. Das ist so ein Ding, warum ich mich auf Deutsch spiele. Schub. Aber die Sprachausgabe war ja ganz okay. Das ging in Ordnung gerade, ja. Gerade wieder reingefahren. Wie fährt sich das? Ja, sieht sehr arcadig aus. Ja, so ein bisschen Call of Duty, wenn du da Fahrsequenzen hast, weißt du? Mhm. Da fährst du ja auch so längst halt so ein bisschen. Ja. Na, ich glaube, es soll wirklich nur hübsch aussehen. Ja, und das tut's ja. Hier zumindest. Von dem, was ich aber Konsolen gesehen habe, so war das ja eher. Aber ich habe nur den Multiplayer gesehen. Ich weiß nicht, ob der Singleplayer besser aussieht auf den Konsolen. Okay, wir müssen den ausschalten. Okay, jetzt die Waffe. Zieh doch endlich die Waffen, Mann. Ja, Gott, der geht doch. In den Rücken. Ich weiß nicht, ob sie das überlebt haben. Schön Auto. Hoch. Ich hätte damit rechnen können. Keine Bewegung. Wir haben dich, das Stück Scheiße. Ja, verhaft ihn. Komm. Soll ich ihn temporär oder definitiv verhaften? Na gut, ich verhafte ihn temporär. Der lebt ja echt noch. Du hast das Recht zu schweigen. Leck mich, verdammt! Oh, den Spruch kennst du schon, ne? What? Tempo. Ja, aber der Cut kam gerade ein bisschen unverhofft. Ist das eine Sitcom oder was? Nee, aber das ist eben nach Episoden aufgeteilt. Als würde man CSI gucken oder so. Oh, den kenne ich, den Schauspieler, glaube ich. Den auch. Das ist ein echter Schauspieler. Ja, ja. Das ist ja merkwürdig. Ganz viele gleich aussehende White Dudes. Der Mark. Der wird vom Kollegen gesprochen. Der sah nämlich aus wie der Bösewicht. Ich wollte gerade sagen, so ein bisschen so aus, ne? Okay. Whoop, whoop! This is under the police. Schule hat begonnen. Captain Dawes mag keine misslungenen Einsätze und Erlernen. Okay. Schade. Finde Beweise, um Fallakten abzuschließen, die Hotshot-Akte. Identifiziere und verhafte Verdächtige mit Haftbefehlen, der hier, ich muss den Lawrence Kent verhaften innerhalb der Mission. Da kriegt einen spricht Haftbefehl eigentlich jemand? Würde hier viel mehr passen. Immer nur, wenn jemand verhaftet wird, kommt einmal und sagt, kommt aus dem Nichts so eine. So ein kurzer Track. Ja, wie wenn so Multikill, dann sagt er dann, Verhaftung, Haftbefehl. Es handelt sich um laufende Ermittlungen. Also kein Kommentar? Es handelt sich um laufende Ermittlungen. Das ist mein Kommentar. Kein Kommentar hieße kein Kommentar. Wo zur Hölle sind alle? Im Drogenkrieg. Hab's im Fernsehen gesehen. Ein echtes 80s Revival. Morgen zieh ich den weißen Anzug wieder an. Ach, bitte mit rosa T-Shirt. Stoddard, du kriegst eine Sonderkommission. Mendoza und Dow in mein Büro. Großer Bildschirm. Ich weiß einfach nicht, wo ich braucht. Das ist wirklich riesig. Ihr zwei kennt euch? Naja. Gut. Vielleicht schneiden die auch Videos. Partner. Setzen. Mendoza, du hast mehrere Kilo Koks sichergestellt. Glückwunsch. Erklär mir mal, warum Koks gestempelt wird. Als Beweis, dass es nicht gestreckt wurde. Richtig. Den Stempel deines Kokains kennen wir noch nicht. Dein Empfang zufolge stammt es von Tyson Latchford, den Detective Dow schon gut kennt. Bring ihn doch mal für einen kleinen Plausch her. Sir, Mendozas letzter Einsatz, bei allem Respekt, war das reinste Desaster. True.
True. Ihr macht das schon. Einen schönen Tag. Okay, das ist gute Sprachausgabe. Gute Sprachausgabe. Muss ich sagen. Na? Oh. Na? Ich habe in dem Hotelzimmer übrigens nur getan, was Norbert wollte. Aber ja, natürlich. Keine Entschuldigung, Detective. Das ist keine, nur Kontext. Was muss ich zu Tyson Latchford wissen? Er vertickt Koks an Bonzen. Deine Festnahmen sind nicht auf Tysons Level. Aber manchmal verschenkt er seine Ghetto-Kumpels von früher. Dann suchen wir mal einen. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Ja, wo ist das gerade, als wäre Lara Croft? Hey, aus dem Wigman und komm. Was machen? Können nicht jetzt irgendwie ein Action-Set-Piece passieren? Oder fährt sie uns wirklich nur zu unserem Ziel? Nee, von da haben wir ein Auto angefahren, dass uns wegfahren. Ja, das könnte auch passieren. Ja, hab davon gehört. Tut mir leid. Mir auch. Miami ist ein Drecksloch. Dann lass uns sauber machen. Hast du mal Krefeld gesehen? Das ist doch unser Job. Genau, du hast ja keine Ahnung. Was hat er gesagt? Dass du den Polizeijob nicht hast. Hey, Officer, Officer! Ihre Windschutzscheibe ist dreckig. Ich mach das. Oh, zieh die Waffe, der bedroht uns. Weg von der Scheibe. Okay, okay. Hey, durfte ich, naja, He's resisting, hier, resisting arrest. Ich weiß, ich, nennen wir es Schutzgeld. Tut mir leid. Nicht im Dienst. Er hat einen Polizisten bedroht mit seiner Spraykanne. Ja, komm, der zielt voll auf, direkt auf mich. Schön aufpassen! Schön aufpassen, das ist eine Drohung. Dreh um! Der Arschloch! Ah! Ich bin hier ganz in der Nähe aufgewachsen. Du bist der. Ich wollte mal Polizist werden. Du bist der twitchiest Polizist, den es gibt. Du bist vom South Beach. Nein. Nein. Los Angeles. Orange County. Oh. Sozialer Abstieg. Die häufigste Frage, die Robin in seiner Ausbildung gestellt hat, ist: Wann kriege ich meine Waffe? Was ist los? Sicher, was mit Drogen? Durchsuchung, den ich hab. Nicht lieber, was meinst du, er hat aufgegeben? Hey, Guzman, wer ist denn das? Unser alter Freund Hux. Hux! Den ganzen Kofferraum voll mit Hotshot-Shit. Runter! Hotshot-Shit. Hux, wo ist dein Freund Tab? Keine Ahnung, wo Tab ist. Ah, er sucht nach Tab. Ja, weißt du was? Woher wusstest du das? Dein Freund Briggs, er war mit Tabs Leuten drüben auf der 12. Danke, Guzman. Hast mir geholfen. Guzman. Hack, Tab und Briggs. Ich finde toll, wenn Battlefield Hardline einfach so richtig langweiliger Polizeialltag wäre. Wenn du durch die Gegend fährst und nichts passiert. Du bist hier aufgewachsen, aber nicht in Miami. Ja, bisher ist das ganz gut auf Weg. Ja. Havana. Wow, wie bist du abgehauen? Mit meiner Mom. Was? Ziemlich taffe Lady. Was guckst du? Und dein Vater? Keine Ahnung. Was, Mann? Was, hä? Was, Mann? Mach mal nicht, das ist ein Glück, Alter. Ist du ein Glück, Alter? Ist er noch in Kuba? Ich nehme mal an, er ist tot. Der mir war auch egal. Hört sich ja wirklich toll an. Toll war an dem überhaupt nichts, glaube ich. Glaube, ich würde im Laufe der Story gerne überlaufen zu Kollega. So, ja. Weil ich keine Rechnung habe. Machst du ja vielleicht, also du bist ja irgendwie im Knast gelandet von da. Ja, aber ich habe doch was gemacht, es war... Das Einzige, was ich machen konnte, aber es war gegen die Regeln. Es war auch ein Missverständnis. Ja, ja. Nee, ich musste einfach die Regeln... Du hast wahrscheinlich einen Polizisten umgebracht, der sich dann als korrupt herausstellt. Ja, ja. Gibt es hier ein Problem? Das Scheißding geht nicht zu. Ganz ruhig. Siehst du? Langweiliger Polizeialter. Soll ich Verstärkung rufen, Mendoza? Ja. Hilf ihr doch mal. Ja, ich wollte die Wache ziehen, ging wieder nicht. Wolltest du die Mülltonne erschießen? Ja. Aber sie hat auch sehr bedrohliche Deckel in meine Richtung gewedelt, von daher. Oh, das, ja, von näher. Ich hätte gerade fast gleichzeitig einen sexistischen und einen rassistischen Witz gemacht. Aber ist komisch, jetzt ist eindeutig 60 FPS. Ich habe das Gefühl, dass alles Zwischensequenzmäßiges in 30 läuft. Aber das waren alle, also ich konnte ganz Zeit steuern. Ja, ich weiß, aber trotzdem sah es so aus wie 30. So, naja, vielleicht ist unser PC ein bisschen Probleme mit dem Ultra. Weil ich spiele auf Ultra, das wollte man dazu sagen. Ich spiele auf Ultra, Mann. Was? Was sind das für? Ach, da ist noch ein Baby in der Garage. Das schon. Mann, mach doch mal dein Baby aus.
auszuhalten. Wie twitchy du nach links und rechts guckst. Ja, ich bin. Guck mal, wo wir hier sind. Das ist voll die shady Gegend da oben. Guck mal, das ist. Beobachten schon die Stühle. Und da drin wird gezockt. Oder geschossen. Gehen die auf dich, wenn da jetzt. Hey, Officer, pass mal eben auf mich auf. Ja? Was? Können Sie ihm kurz helfen beim Stemmen? Spaß, Alter. Würde ich auch weitermachen, wenn ein Officer vor mir steht. Mein Body ist mein Ein und Alles. Setz dich auf die Stange. Put down that. Oh, wie weit zählt denn er? Wir werden es herausfinden. Hier bei Huckets. Wenn wir eine Aufgabe haben, dann diese. Ich würde immer so in die Seite pieksen, wenn er ganz oben ist gerade. Weißt du? Anfangen zu kitzeln oder so. Ja. Und dann, wenn er sagt, was es geht, aber schieße ich ihn, weil ich gewehrt habe. Du hast das mit dem Polizeisein schon gut gemacht? Ja, das ist, man kann alle Sachen machen, die man auch vorgemacht hat, aber ohne Konsequenzen. Schafft er mehr als 10? Nee. Oh, bist du eine Pussy, Alter. LOL. Naja. Nimm dich fest, du hast nicht mehr als 8 geschafft. Peinlich. Peinlich. Lächelt die Zigarette nicht an. So, hast gewartet, ne? War kurz sehr beschäftigt. Kennst du dich hier sicher aus? Ja, ich war lange nicht mehr hier. Das ist ganz atmosphärisch, muss man sagen. Mhm. Das war wieder ein sehr Videospielfrau-Gang. Thomas, soll ich dich filzen? Ich weiß, was ich finde. Und ob du das weißt. Ruben, stopp ihm endlich das Maul. Ja, ja, ja. Ach, bin ich Ruben, ne? Egal. Ich hab gar keine Tüte. Komm. Keine Tüte. Ich hab keine braune Tüte, keine Papiertüte. What? Ich glaube, er erzählt uns gerade noch von seinen Tüten. Naja, gut. Prost, haus rein. So, kommen wir jetzt irgendwann in der nächsten halben Stunde noch an, oder? Ich finde deine Färbung von Mendoza viel, viel spannender als die des Spiels bisher. Komm schon, mach hin. Die spielen Schach. Diese Figuren sind sehr spitz und sie sind sehr nah am Gesicht, Tom. Ganz ruhig. Das ist Schach, nicht Dame. Pwned! Jetzt sieh doch endlich, du Penner! Das sind die, werden auch nur gemobbt hier in der Neighborhood, oder? Ja, das sind die Nerds. Sind wieder am Schach zocken, ey. Hier ist ein fucking Basketball-Ding auf der Straße und die spielen da Schach. Hab doch gesagt, das klappt. So läuft immer bei mir. So, Leute. Oh, hänge dich hoch, hab ich gerade gelesen. Hänge hoch! Zücke deine Marke, um einen Verdächtigen zum Stehenbleiben zu zwingen. Halte deine Waffe den Verdächtigen, um die Kontrolle zu bewahren. Sobald du den Verdächtigen nicht mehr abdeckst, füllt sich seine Aufmerksamkeitsanzeige. Halt! Was soll das denn? Miami PD. Wir hätten da ein paar Fragen. Das ist nur ein Taser. Das Detective. Wer ist das denn? Trotzdem Polizeigewalt. Mein neuer Partner, Brad. Nein, das ist. Wir spielen böser Kopf, ganz böser. Warum ist man den anderen jetzt nicht hinterher? Man Wo wollte nur ihn, ne? Da hab ich genau eine Hand gesehen. Okay, ganz böser Kopf also. Nick, schnapp ihn dir. Hallo. Sag mir, wo Tab ist, dann bist du uns los. Ist klar. Freund und Helfer am Arsch, ey. Er chillt auf der Couch, okay? Mehr wollte ich gar nicht wissen. Los, Mendoza. Irgendwann kriegen sie dich dran, yo. Yo. Ich kenn meine Rechte. Auch einen amerikanischen Akzent, aber wir sprechen Deutsch. Was machen wir? Nein, aber letztes Jahr wollte er einen Undercover-Cop töten. Scheiß auf den. Füße, guck mal. Hörst du sicher nicht lange. Jetzt auch mal nicht mehr. Ja, ich glaube, wir sollen uns die anschleichen. Scheiße, das sind Tabs, Leute. Ja. Die dürfen nicht wissen, dass wir da sind. Los, komm! Jetzt geht er in den Seiteneingang. Stealth. Auch, ja, Stealth halt. Mhm. Die haben sogar Sichtkegel. Los, hier lang. Ich habe irgendwie was ganz anderes erwartet bei dem Spiel gerade. Ja, also bisher ist es ja noch nicht so viel, ne? Naja, aber. Ich weiß nicht, wovon du redest. Eingebrochen, Dirty Cop, Tasern. Hey, komm. Ich meine, es wird sicherlich noch zum Actionfest hoch 3. Es gibt einen Panzer in der Singleplayer-Kampagne, habe ich gesehen. Aber okay. Immerhin fängt es nicht gleich so an.
Kommt mir wirklich so vor, als wollte man hier etwas etablieren. Geh durch. Na, besten Dank. Ja. Also wir machen es aber lustig, aber es ist ganz, ganz gut bisher eigentlich. Zu lach vielleicht, aber ich mag die Intention. Was hältst du eigentlich von Stardust? Wir waren ein Kurzpartner. Er ist ein Elefant. X ducken, nein, Steuerung ist ducken. X? Nein, X, ich drücke Steuerung. Achso. Doppelbelegung. Das ist ein Flugzeug. Was machst du da? Ich laufe ganz schnell. Ducke dich, um leiser und unsichtbarer zu agieren. Ja. Unsichtbarer? Unsichtbarer. Ein bisschen unsichtbar funktioniert nicht unsichtbar, so ganz. Unsichtbarer am unsichtbarsten. Finde ich gut. Alter, ich habe einen Taser, das ist doch doof. Ja, du weißt doch, dass du einen Taser erstmal nur einmal benutzen kannst, oder? Ja, ich habe bestimmt mehrere Taser. Oh, hallo. Bestimmt mehrere Taser. Wirf was, um ihn abzulenken. Wirf eine Patronenhülse, um einen Verbrecher in seinen Weg abzulenken und unentdeckt zu bleiben. Nur ein, ist das Far Cry? Spiele ich gerade Far Cry? Aber ich glaube, ich spiele gerade Far Cry. Was denn? Wie die Patronenhülse gerade ein lauteres Geräusch gemacht hat, als du sie losgeschnipst hast, als sie aufgekommen ist. Ey, jetzt will ich wissen, ob dein Ausrufezeichen kommt, wenn er dich umdreht. Wenn die Klima kaputt geht, geht zu meiner Schwester. Ching. Wenn die kaputt geht, repariere ich die. So wie du den Staubsauger repariert hast. Oh. Konntest du sie gerade aus dem Auge verlieren? Weiß ich nicht. Sehr, sehr flink und klein. Ablenken, aufteilen, überwältigen. Nur ein Verbrecher kann jeweils auf eine geworfene Patronenhülse reagieren? What? What? Wirf eine Patronenhülse, um Verbrechergruppen aufzuteilen. Es geht immer nur einer hin, sozusagen. Ah, das ist so. Aber um an den vorbeizukommen, müssen wir mindestens. Da durchbricht die Spielmechanik direkt das realistische Szenario, weißt du? Ja, aber eigentlich macht es ja Sinn, dass nicht alle auf einmal, also sie gucken alle hin, aber nur einer geht tatsächlich hin. Das finde ich gar nicht so. Ja, ich würde den einen, das ist so, ich aber nicht reagieren. F! Das ist okay. Der hatte auch langsame Reaktionszeit zu deinem Glück. Ja, du wartest halt erst, ne, bis die tatsächlich angreifen. Also bis auf bei dem einen, den du von hinten... Oh, Entschuldigung, jetzt muss ich gerade eine richtig. Guten Abend, Tab. Bleib hier, ich krieg dich sowieso. Wir suchen Tyson. Bist du ihr neuer Partner? Und wie ist der Karate mit ihr? Ich mach Krav Maga. Karate ist Esoterik-Scheiß. Du bist krass. Tab und Tyson waren wie Brüder. Weiß mit Vorliebe fürs Ghetto. Tab ist nie rausgekommen. Steh auf. Hände auf den Kopf. Hey, Tyson, Tab, wo ist er? Viele Leute suchen Tyson. Ihr wisst doch Bescheid. Er taucht ab. Die Lebenserwartung ist in der Szene gerade nicht so hoch. Wäre schön, wenn du uns sagen könntest, wie hoch genau. Nicht meine Gehaltsklasse, Fidel. Nick, nimm ihn fest. Das heißt es. Das wurde auch Zeit. Hallo, gibt dir mal sowas eine Abbulle? Anfangs ja, und dann wird's öde. Oh! Ich bin schockiert, Alter. Ich hab ein Rezept dafür. Es gibt einen Haftbefehl. Dein Koks versteckst du unter der Mülltonne um die Ecke. Der Kleine, der gerade abgehauen ist, vertickt es vermutlich gerade. Im Ernst, für diese Scheiße ist er viel zu jung. Und deshalb bist du wegen Drogenbesitzes dran. Kapiert? Was soll ich für euch tun? Nun ja. Okay. So, jetzt kommen wir zu Tyson, wo alle erschießen können. Passt dein Ohrstöpsel? Ja, passt. Und der Sender? Sag mal was. Herr von Stauffenberg. What? Hey, du Trottel. Du bist nicht von Stauffenberg und auch kein Verräter. Geh einfach rein, schau, ob Tyson da ist und komm wieder raus. Klingt easy. Markier ich jetzt Leute? Warum machst du es da nicht einfach selbst? Nick, such Tab mit dem Scanner. Ich markier Leute. Alter, das ist Far Cry. Dein Scanner ist mit allen Datenbanken auf lokaler und Bundesebene verbunden. Schöne neue Welt.
Ne, okay, hier verfolge ich sie nur. Ihn nur. Folge ihm mit dem Scanner, damit er es nicht versaut. Laufende Untersuchung Schule. 0 von 3 Beweismaterial gefunden. Guck mal, du bist im passiven Scan, es gibt auch einen aktiven Scan. Ja, ich kann aber nicht umschalten. Hey, Mann! Ich suche jetzt. Fühlt momentan noch mehr wie die Orla als die Battlefield. Das ist nicht so einfach. Mann, jetzt lass mich nicht zu helfen. Alter, geh nach Hause. Ich muss Tyson sprechen. Ganz ruhig, reiß dich mal zusammen. Bruder. Bruder. Geh einfach. Ist schon okay. Hä? Lass ihn. Das war komisch. Das ist ja ehrlich gesagt nicht so spannend. Von denen kenne ich keinen. Ja, ja. Lass den Scanner an und finde raus, was hier gespielt wird. Subjekt. Das ist fucking Far Cry, Alter. Scan den Bereich und hör zu. Komm, wann bekomme ich denn einen Bogen? Guck mal, sogar das gleiche Zeichen hier, so das gleiche Viereck. Wisst ihr, was ich meine? So expandieren. Hey, Fidel. Ganz schön dicke Luft hier drin. Aber jetzt hab ich's auch, oder? Oder nicht? Ja, wir reden gleich. Kannst du noch nach rechts gehen ein bisschen? Aber ich muss nur das Gebäude hier scannen. Und dann kannst du den da unten scannen. Ah, okay, sehr gut. Hey, Alter. Wer haben's alle? Na, manchmal sieht er ja Leute, die werden dann für dich markiert. Tyson ist da hinten. Du hast 5 Minuten. Ja, danke, Mann. Okay, da ist jetzt Tyson. Neue Handfeuerwaffen freigeschaltet? Ja, weil ich gerade Erfahrungspunkte bekomme. Was willst du hier? Das ist Tyson. Scan ihn. Wir brauchen Beweise. Wo denn? Fuck. Ich kann Tyson nicht sehen. Ja, ich weiß auch nicht, Mann. Der soll sich bewegen. Wenn wir eine Perspektive kriegen, wo du ihn siehst? Das ist gefährlich. Tyson, einmal noch. Bitte. Mann, setz dich hin. Ich schau, ob ich was machen kann, okay? No problemo. Kein Problem, Mann. Okay, das war nicht ich. Okay. Und geht's jetzt ab? Moment mal. Wer ist das? Weiß ich nicht, lass mal auf sie schießen. Keine Ahnung. Was sollen wir machen? So viele von den Typen wie möglich. Ja, das habe ich geschafft. Alle auf einmal. What? Scheiße. Scan die anderen noch. Die sind hinter Tyson her. Komm, wir müssen zu ihm. Los. Zentrale, hier 13. Hier wird geschossen. Wir greifen an. Yes. Alle Einheiten. Schießerei gemeldet. Ecke 3. Jetzt geht's Son of the Police. Komm schon. So, beste Polizist, der das Ganze vor sich hinschreit, wenn er in den seid ihr Gegner? Ja, ihr seid Gegner, okay. Du siehst uns noch nicht? Aus Atlanta vielleicht, aber keine Mexikaner. Ah, zücke deine Marke, um 3 Gegner zum Stehenbleiben zu zwingen. Die Aufmerksamkeit. Musst du die jetzt echt alle verhaften? Maximal 3 Gegner werden von deiner Marke. Wer sind die? Keine Ahnung! Keine Ahnung! Überwältigen. Das hat die auf der andere jetzt. Während ich mich hier beschäftigt bin. Drecksbullen! Kein! What? Alles klar, Nick. Jetzt hat sie den ersten erschossen. Ist sie nicht nur in die Schulter? Okay. So viel dazu, Robin. Ich glaube, den kenne ich. Das kenne ich. Mal sehen, ob ein Haftbefehl vorliegt. Hände hoch. Überwältige Verbrecher mit ausstehenden Haftbefehlen nicht tödlich, um die größte Belohnung zu sichern. Was, ich will erst mal sehen, was er hat. Sehe ich das? Du hast recht. Cap der Verräter, er hat uns zu ihm Also er hat einen Haftbefehl, ne? Ja. Hat ja irgendwas Schlimmes gemacht, den nach. Ja, alle erwischt. Wir suchen noch nach Tyson. Robin. Okay. Kriegst du weniger Punkte für. Das ist auch so realistisch, ne? Oh, scheiße. John, jetzt bekommst du wieder weniger Punkte. Also ich glaube, ich hätte es hier auch wohl durchstechen können, wa? Aber. Was hättest du? Ich hätte jetzt anscheinend hier auch durchschleichen können, aber ich muss ehrlich gestehen, das ist nicht so das, wofür ich Battlefield spiele. Alter, geh doch mal! Wie einfach so ein Multiplayer-Medipack hat. Es ist wahrscheinlich eher die Vorgehensweise, die ein Polizist machen würde in der Situation. Alter, wie viel... Alter!
Das sind ganz schöne Bullet Sponges, kann das sein? Das sind auch Taser Sponges. Oh, oh Gott! Ja, sehr gut. Mach alle mit Tasern. Get down! Oh, Robin. Ein Police Officer, lass mich in Ruhe. Was bist du? Ein Police Officer, du zerstörst meine Fantasy hier die ganze Zeit. So. Oh, Granaten. Nee, Dosen. Was ist das Chili hier? Ja. Vor allem die Trümmer und die toten Leute. Wo sind die toten Leute? Oh. Ja! Wo sind denn die toten Leute? Ich stecke mitten in dem. Baseball war gerade so interessant. Aber nicht interessant genug. Okay, lass uns hochgehen. Wir müssen Teil schnell rücken. Dinosaur, Drosaurus. Ja, wir können jetzt mal versuchen, zu vorsichtiger zu sein. Die hat keine große Reichweite, so ein Taser-Ding. Keine Bewegung! Ende sind oben! Ich brauche 100 pro Kill, ne? Ja, ich gerade nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ist das die anderen nicht hören? Nein, die haben's, die wurden schon gelb. Ich glaube, ich wurde jetzt entdeckt, ja. 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 Ha! Fuck, down! Ich glaube, er ist down. Oh, wie cool! Ich will auch in so einem Ding leben. Du willst wirklich überlaufen, ne? Bitte? Du willst wirklich überlaufen. Ja, wirklich, das ist... Hast du ihre Crypt gesehen? Das wirkt hier alles sehr viel... Die beste Ausrüstung im Spiel schaltest du frei, indem du deinen Expertenlevel erhöhst. Jedes neue Level schaltet eine neue Kategorie von Waffen, Gadgets und Aufsätzen frei. Verhafte Verdächtige, sammle Beweismittel, scanne deine Umgebung und löse offene Fälle, um deinen Aufstieg durch die Ränge zu beschleunigen. Über den Expertenlevel-Bildschirm des Pausenmenüs kannst du deinen Rangfortschritt im Auge behalten und dir die Belohnungen anschauen, die dich auf höherem Level erwarten. Okay. Es ist immerhin so, dass es dich ermutigt, die Leute eher festzunehmen, als zu erschießen. Ja. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass das Polizeiszenario für eine Spielereihe wie Battlefield nicht so sehr geeignet ist, weil da gibt es dann eher Spiele wie SWAT, die wirklich darauf ausgelegt sind, weißt du, wo du halt so taktisch und langsam vorgehen musst und auch mal Game Over sein kannst, wenn jemand erschießt. Das ist das, was ich ein bisschen gerade mache. Fallakten werden freigeschaltet, sobald neue Beweise mit analysiert werden. Dein Scanner brummt bei Beweisen in der Nähe. Analysiere alle Beweise einer Fallakte, um Belohnung zu erhalten. Fallakten kannst du im Pausenmenü oder nach dem Scanner als weiter Tab-Taste ansehen. Die Hotshot-Akte. Kiste mit Hotshot. Hotshot. Krass. Okay, Fallakte. Auf der Straße kursiert eine neue Droge namens Hotshot. Flüssiges Kokain, Billigkick. Dann heißt das, was ich gerade gefunden habe. Und Audiolog. Tyson ist einfach zu perfekt organisiert. Ja, aber ich, das war einfach nur das eine, was ich hier finden konnte, weißt du? Ja. Vorher gerade auch, mir vorher auch schon angezeigt. Und dafür habe ich neue Fall, neue Revolver und Silver Battle Pack bekommen. So, so. Schon mal nicht schlecht. Das ist schon wieder absurd, weißt du? Du kriegst für gute Polizeiarbeit mehr Waffen. Ja, ja, und im besten Fall benutzt du die nicht, weil du stealthen sollst. Ja. Ah, ist ein bisschen. Sehr schön. Denk dran, sobald das Gerät brummt, ist Beweismaterial in der Nähe. Was ist das? Überwachungsfotos von Detective Carl Stoddard, meinem ehemaligen Partner, warum überwachen Tyson Lashfords kleine Drogendealer-Kuppel einen Kopf? Who knows? Okay, muss ich noch was finden? Hallo? Yeah, Zimmer untersuchen, Einzel abgeschlossen. Der Verantwortliche dafür, dass die Straßen von Miami vor flüssigem Hotshot-Koks überquellen? Unser neuer Freund Tyson Lashford. Der Kick ist bei Hotshot cleaner. Deshalb ist es auch beliebter. Schön die Maus nehmen. Heißt es. Ich habe genügend Beweise, um Tyson vor Gericht zu bringen. Wenn er lang genug am Leben bleibt. Mhm. Okay, also das war optional. Also hier war es jetzt nicht optional, aber ich denke mal, in den Nachfolgen zumindest optional sein wahrscheinlich, oder? Kai, sieh mal. Tyson war gar nicht hier. Ah. Videochat. Fuck. Oh, kann ich das schreiben? Bitte, lass mich das schreiben, lieber Doom. Okay, das ist ziemlich cool, wo das aufgelöst ist. Oh, fuck. Ihr Bullen hat sie hergeführt, nicht wahr?
Tut mir leid, die hatten es auf dich abgesehen. Hallöchen, Tyson. Oh Mann, es wird ja immer besser. Hey, dein Kumpel Tap ist weg und deine Leute sind tot. Fuck! Hey, das sind nicht meine Leute, okay? Ich schenke denen nur manchmal was, klar? Wer will dich umbringen, Tyson? Tja, sowas erfährt man halt normalerweise nicht vorher. Sag uns, wo du bist. Wir können dir helfen. Sorry, da habe ich meine Zweifel. Verdammt. Und jetzt? Wenn wir Tyson nicht kriegen, ist er tot. Zentrale hier 13. Wir müssen dringend eine IP-Verbindung nachverfolgen. 13, Verfolgung. Hack-Minigame. Und wir sind verbunden. Brauchen noch ein paar Minuten, 13. Verstanden. Also los. Die Jungs werden Symbole noch zeilen. Oh, das, ich finde es aber, das ist echt gut wir aufgelöst, mag ich. Ja, und Silber Battle Pack. Ja, und zum. zum Wagen gelangen. Freigeschaltet. Weißt du, das wirkt halt einfach nicht so gar. Also, ich finde die Inszenierung gerade ziemlich stark. Und dass da auch mal ruhigere Töne probiert werden. Pff, Explosion. Und dass sie es offensichtlich drauf hat. Ja, die hat ziemlich drauf. Das finde ich gerade ziemlich gut. Ich weiß immer noch nicht, wie gut Stealth. Weil das ist ja schon sehr draufgepackt, ne? Du hast schon auch so dieses Battlefield-Interface und dann bekommst du diese Waffen, die du auch im Multiplayer dann wahrscheinlich verwenden kannst, weil du ja ein Profil hast. Und das wirkt darauf, als ob ein System auf ein anderes Spiel draufgepappt wurde, wenn du weißt, was ich meine. Ja, letzte bekannte Position, ich meine, das ist ja straight up Splinter Cell. Deswegen sage ich ja, dass dieses Spiel, dieses Polizeiszenario nicht... Gut! Der trotzdem anfängt zu schießen, obwohl er gerade, naja, dass dieses Spiel, dieses Polizeiszenario nicht auf Battlefield passt. Ja, genau. Also ist, man könnte die Marke natürlich einfach größer machen. Also man könnte die einfach sagen, das heißt jetzt Battlefield, aber das heißt nicht, dass es große Kämpfe sein müssen. Dann, wenn man denen quasi von null einfach komplette Freiheit gelassen hätte und dann einfach nur den Battlefield-Namen draufgepappt hätte, wäre es eine gewesen. Ja, aber hier wirkt es halt irgendwie so, als ob Battlefield 4 genommen wurde. Genau, ja. Und dann darauf diese Mechaniken gesetzt wurden und das passt eher so mittelprächtig. Anhand der ersten Mission. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Weiß ja nicht, wie das dann noch entwickelt. Das stimmt. Sondern noch nicht, wo die Story hingeht. Aber also die Inszenierung ist super. Die Sprachausgabe ist super, auch auf Deutsch. Die Charaktere sehen super aus. Dialoge sind gar nicht mal so schlecht, finde ich. Ich hätte gedacht, es wäre ein Pi. Also ich hätte gedacht, ich schäme mich direkt sehr. Weil das so cool, ja. Bad Boy-mäßig sein soll, aber nicht ist. Aber das wirkt jetzt schon ganz interessant eigentlich. Also ich habe tatsächlich auch was anderes erwartet, als das, was es jetzt bisher zumindest ist. Ja. Ich glaube, das reicht aber erstmal für den ersten Blick. Ja. Auf Battlefield Hardline. Wie gesagt, wir zeigen jetzt noch den Multiplayer-Modus, der ist Livestream-Teil in wenigen Minuten hier von unserer Seite aus. Und wenn ihr deswegen den Multiplayer sehen wollt, dann guckt doch mal einfach auf unserem YouTube-Kanal. Der sollte jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tage später in der Livestream-Aufzeichnung vorhanden sein. Ja. Wenn wir ihn zum Laufen bekommen haben, also er läuft standardmäßig, aber man weiß ja nie, was im Livestream passiert. Deswegen vielleicht spielen wir stattdessen auch einfach was anderes. Tetris, genau. Ja, also ich Singleplayer hier, Multiplayer dann da, Battlefield Hardline. Wirkt zumindest interessant, würde ich sagen. Ja. Ja. Alles klar. Ciao. Und das war's mit unserem kurzen Eindruck von Battlefield Hardline und dem Story-Modus. Wir bedanken uns an dieser Stelle nochmal bei PaySafeCard, unserem Sponsor. Mehr Informationen zu PaySafeCard könnt ihr der Beschreibung entnehmen. Dort findet ihr einen Link und dort findet ihr wiederum alle Informationen zu PaySafeCard. Ihr könnt jetzt noch weiter gucken, etwa den Livestream. Die Aufzeichnung davon dürfte in den kommenden Tagen online gehen. Den Link dazu findet ihr dann hoffentlich hier, falls wir es nicht vergessen. Falls doch, weist uns in den Kommentaren darauf hin. Ansonsten findet ihr hier noch den Podcast und unser letztes Gameplay zu Hotline Miami 2 und den ersten 30 Minuten dieses Spiels. Jetzt viel Spaß dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal.